Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Splinter Cell Conviction. Ja, nachdem wir uns in der letzten Folge hier freigeschossen haben, sind wir Fahrzeug. Ich muss euer Telefonat verschieben. Lass die Spielchen und ruf mich erst wieder an, wenn du meine Tochter am Apparat hast. Da sind wieder Gegner und der eine geht jetzt dahin. Das ist eine perfekte Möglichkeit, ihn zu snacken. Da ist auch einer. Los, komm raus! Ich bin hier! Lass mich nicht nach dir suchen müssen! Was ist das denn für Musik? Und das war's mit denen. Und dann noch, da sind welche drin wahrscheinlich bei den zwei. Und tschüss. Und dann öffnen wir gleich das Schloss. Das Tor. Oh. Ach, das haben wir gemacht. Stehe. Zwischensequenzen laggen aber irgendwie ein bisschen. Krass für ein paar Zivilisten. Ich bin neuen Security, Victor Costa am Apparat. Vic, hier Sam. Ich bin in der Stadt und könnte Hilfe gebrauchen. Wenn du Hilfe brauchst, sollten wir das nicht am Telefon besprechen. Mann, was zum Teufel ist denn da bei dir los? Wusste, dass du das erkennst. Erinnert dich das an etwas? Ja. Irak. Hey, Sir. Wie geht's deiner Kleinen? Mir geht's gut. Hatte ein Bild von ihr in der Post. Ich glaube, ihre Mutter hat ihr dabei geholfen. 20 Jahre zuvor. Highway of Death. Meine die Kinder malen mir nicht. Irak. Die schreiben nicht mal. Die wissen halt, dass du nicht lesen kannst, Mann. Lach dir nur. Wenn ich hier erstmal raus bin. Suchst du einen Kindergarten? Naja, ich habe gehört, dass die in Kindergärten Aufnahmeprüfungen haben, Sam. Ob Vic das schafft? Runter, alle runter! Sam vertraute mir. Hauptsächlich aus dem Grund, weil wir beide am Golf eine Menge durchgemacht haben. Nachdem Third Echelon diese komische Nummer mit ihm abgezogen hatte, rief er mich an. Er brauchte jemanden, der ihm den Rücken frei halten konnte. Und wir wachen wieder auf. Da hinten sind schon Schüsse zu hören. Ich befehle Ihnen, auf Ihre Evakuierung zu warten. Verstanden? Squad-Führer hatten. Als ob wir auf unsere Evakuierung warten. Wir holen natürlich unseren Squad-Leader. Hier haben wir zwei Gegner. يمكن أن يأتوا لكنهم سيملون خلال خمسة دقائق ويعودون أنت تمزح لكنهم يأتون دائما للبحر جهنم Das war's mit denen. Oh, das war ein Problem. Wow, wow, wow. لا تختبئ مني يا جبان. أين أنت؟ كيف تجد دار أول؟ Haben wir die nicht? احموا ظهري علي ان اتزود بالذخيره انه هناك تكون وحشه احسن لك انا وقتك يبدو صعبه انا اعرف انه هنا شوف بعض
تضيع وقتي أيها الجنود. Oh, das war sehr knapp. Haben wir den AK ohne diesen komischen Zoom? Naja, aber eigentlich ist sie auf Distanz ganz gut. Oh. Unterstützt eine Granate für uns. Scheiße. Fuck. Okay. Keine Ahnung, wo unser Squad-Leader ist, aber wahrscheinlich nicht zu weit entfernt. Krasser Zoom hat das Ding schon. Okay. Da vorne ist was. Was ist da? Tankstelle. Mit ganz vielen. Da können wir hoffen, dass das befüllt ist. Wir können uns hier hinschleichen und dann eine Granate dahin werfen. Ich meine Granate. Fuck! Warte mal, ein bisschen Fail. Kommt schon raus. Okay, da konnte man ja noch ausweichen. Auch noch einer. Ja. Gut, dann ist hier erstmal keiner mehr. Kleines Dorf. Hoppala. Müssen wir gleich mal aufpassen. In dieser Mission versuche ich gar nicht Stealth, weil ich gar nicht mal weiß, ob das hier geht. Zweitens sind wir hier im Irak. Nicht irgendwie auf einer Stealth-Mission. Gut. Kommt. Gebäude durchsuchen. Erstmal durchsuchen meine Kugeln ihn. Oh, das tut mir leid. Das war nicht meine Absicht.
Und hier oben können wir vielleicht ein bisschen snipen. Vorausgesetzt, man würde die sehen. Kann man hier rüber? Nein, oder? Da ist aber einer. Dich habe ich gesehen. Komm raus, zeig dich. Zeig dich. Ist er tot? Ja. Da war auch einer. Ich bin doch nicht blöd. Und du, jetzt kriegen wir dich aber. Alter. Hatten wir ihm genau gegens Gewehr geschossen. Na. Oh, rotes Fass. Das können wir mit unserer Pistole sprengen. Das hätten wir gleich mal anwenden sollen. Ist auch noch jemand? Ach, der liegt auf dem Stein, verstehe. لا تريد غضابي ايها الغبي انظروا انه هناك هيا بنا هيا بنا هيا انتبه على اجهزتك عليكم war eigentlich unendliche Munition? Ich glaube schon. Also zumindest jetzt Squad-Führer retten. Dann sind wir hier, glaube ich. Ja. Okay. Da ist einer. Kommt der hierher? Ja. Sie haben seine Kugel sicher, was er nichts gebracht. Hopp. Hallo, bewegst du dich mal? Danke. Sarmi Kumbula! Jahannam! Oh, das war wieder mal knapp. Ich wundere mich, dass wir noch nicht gestorben sind. Hier können wir ruhig die Türen aufbrechen. Ich wollte ihn gerade. Wenn er noch einmal steckt, ist er tot. Hey, wie lauten Ihre Befehle? Oder wir gehen so. Antworten Sie mir, sonst wird mein Freund ein kleines Spiel mit Ihnen spielen. Mach das. Hinterbett! Das war gut. Dann retten wir ihn mal. Danke. Ja, ja. Ah, ich dachte, wir spielen uns. Speziell. Wann kommt die Verstärkung? Gute Frage. Warford Basis, hier spricht Husky. Ich brauche ein Taxi für zwei Personen. Husky, hier Warford Basis. Jetzt spielen wir, glaube ich, wieder. Verdammter Glücksbild. Sobald wir wissen, wo Sie sind, starten wir einen unserer Vögel. Verstanden, Warford. Wir sind bei... der Explosion. Wir müssen los! Na, ich bin doch noch nicht Sam. Rein theoretisch kann man in der Mission gar nicht scheitern. Ah, wir hätten die Fässer aufheben sollen. Aber wir haben es dann sowieso schon gespielt. Werfen wir mal eine Granate. Vielleicht ein bisschen hierher gehen. Hier sind noch eine bessere Deckung. So. Ah, was passiert jetzt? Ups, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Luftschlag. Kaski, hier Basilisk. Lebt ihr noch? Bestätigt, Basilisk.
setzt euch auf eure Ärsche. Wir sind auf dem Weg. Wir bewegen uns keinen Meter. Hast du gehört, Sam? Die holen uns hier raus. Danke, dass du zurückgekommen bist, Rick. Ich lasse doch meine Familie nicht im Stich, Sam. So was tut man nicht. Diese Sache verändert es, Sam. Es war eine Veränderung, die langsam über Jahre stattfand. Jahre, in denen ihm bewusst wurde, worin die Veränderung bestand. Wegen der Sache mit Grimm brauchte Sam schnellstmöglich Informationen über EMPs und Black Arrow. Sam kam nie wegen Kleinigkeiten. Es war also eine große Sache. Blieb nur die Frage, wo man sich trifft. Wir wählten die National Mall. Öffentlicher Platz, viele Menschen, offene Zugänge. Machte es den Aufklärern schwer. Ich konnte ihnen ausweichen und Sam sie suchen, was er auch tat. Und da sind wir dann auch schon wieder. Wieder in richtigen Tag in Amerika. Ich werde beschattet. Black Arrow will unsere kleine Party stören. Ist kein Geheimnis, dass wir uns kennen. Sie versuchen über dich nur an mich ranzukommen. Jetzt bin ich beleidigt. Du musst sie ohne großes Aufsehen ausschalten, damit wir reden können. Ganz was Neues. Ich mein's ernst, Sam. Wenn diese Typen oder die Leute dich sehen, blase ich das Treffen ab. Mach schon. Werden sie uns sehen? Werden wir sie alle ausschalten oder werden wir doch gefangen genommen? Oder vielleicht sogar getötet? Das sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Splinter Cell Conviction.